Das sind Wedewumsels. Okay. Wo finde ich die? Da sind sie auf jeden Fall nicht. Da sind sie auch nicht. Das sind sie auch nicht. Wenn das da hinten wieder wumselt. Ah ne, das ist nur Weizen, glaube ich. Ja. Hier ist auch nichts mit wieder wumselt. Wo sind die wilden Wumsel? Gucken wir einmal noch hier hinten die eine Sackgasse rein. Vielleicht ist da jetzt ja was. In die Tiefen. Und die Tiefen waren es. Hier gibt es auch keinen Wumse. Ja, das ist auch eine Sackgasse. それに スルドさえ倒せば全部解決なんてありえないってこと。これまでも見てきたでしょ。リンウェルの言う通りだ。やった以上やりっぱなしってわけにはいかないしな。そりゃ壁を壊してそれで終わりってわけにいかないのは俺だって分かってるつもりだけどよ。これで戦いが終わりってわけでもない。レネギスだってまだ健在なんだ。落ち着かないんだよ。来るなら早く来いってんだ。 やめてよ。そう言ってるのに限って、いざ来たら後悔するに決まってるんだから。 Was tut, wenn der Paket an einem Tag herkommt? Das hatte ich jetzt gerade letztens erst. Da habe ich auf was gewartet fürs Einjährige, was ja nächste Woche stattfindet. Es sollte. Boah, ich glaube, an einem Samstag sollte es, glaube ich, ankommen. Ich habe dann halt einfach 2-3 Tage noch gewartet. Hab dann eine Mail an denjenigen geschrieben, der mir das halt verkauft hat, an den Händler. Hab gefragt, ob das Paket bereits unterwegs ist, beziehungsweise, wo die Teillieferung bleibt. Und ansonsten halt einfach bei der Post sich melden. Ansonsten hast du eine Paketverfolgung, weil dann steht ja eigentlich drin, wann es voraussichtlich ankommen sollte. Aber wie gesagt, zwischen Weihnachten und Silvester brauchst du eigentlich. Da sind Paketdienste sowas von überfordert. Da brauchst du nicht pünktlich mit einem Paket warten. Also rechnen. Da kommen sie gar nicht hinterher. Die haben so viel zu tun bei der Post. Teilweise. Dann durch Corona sowieso. Weil das meiste ja eh über Postweg nur geht. Also von daher, einfach warten. Und wenn natürlich nach einer Woche nichts ist, nach Woche nach eigentlich im Liefertermin, dann halt einfach nachfragen. Nachfragen, wo das Paket bleibt. Ansonsten, er sagt vorher. Ja, dann wird's vielleicht wird es morgen kommen. Oder vielleicht im Laufe des Abends. Manche Anbieter haben ja auch, dass es bis 22 Uhr. Wie zum Beispiel, Amazon? Ich glaube, Amazon liefert manchmal auch bis 22 Uhr noch aus. Wie gesagt, wenn du eine Sendungsverfolgung hast, dann siehst du ja, wann es rein theoretisch rum sollte.
Ich glaube, die Wurmsitze müssten hier hinten sein. Gut, jetzt kommt ja auch immer drauf an, was in der Sendung verfolgt geht. Bei manchen steht ja auch einfach nur, ihr Paket kommt dann und dann und nicht, wo es ist. Meistens bei den Sachen, wo ich bestelle, sehe ich ja zum Beispiel, okay, das ist jetzt noch, weiß nicht, 5 Kilometer entfernt oder so. Nein, 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 nein. Oh nein. Ich war schon wieder so blöd und bin runtergefallen. Egal. Wie gesagt, einfach warten. Mehr kannst du nicht machen. Einfach warten und wenn es wirklich nach mehreren Tagen nicht da ist, dann halt nachfragen bei deinem Post und bei demjenigen, der es verschickt hat. So würde ich es zumindest machen. Ich weiß nicht, ob noch irgendjemand im Chat eine andere Idee hat. Aber das wär nicht so meine Option. Wie gesagt, du musst halt auch bedenken, dass halt wirklich viel zu tun ist jetzt gerade. Es ist ja nicht nur ein Paket oder ein Brief, der ausgetragen wird. Es gibt ja viele Leute, die jetzt alles zurückschicken. Die das umtauschen, was nicht passt, was nicht rechtzeitig ankam, das teilweise auch schon vor Weihnachten gemacht wurde. Dann müssen ja auch noch die Pakete und Briefe ausgetragen werden, die über die Weihnachtstage nicht verschickt, also nicht weitergeleitet wurden. Weil Freitag und Samstag sind ja dann weggefallen zum Austragen. Ja, muss man alles mit bedenken. Ich glaube, ich höre die Wumsitz. Wo sind die Wumsitz? Wie viele Wumsitz brauche ich eigentlich? Nee. Was ist das? Ich muss übrigens meine Leute noch wiederbeleben. Kraft des Lebens. Well, nicht roter Lavendel. Kann meine Leute einfach mal nicht wiederbeleben? Nett. Doch so. Okay. So geht es. Nee. Orangengelee benutze ich mal. Dann aber bitte zweimal. Ihr seid aber keine Wumsels. Ihr seid eine zähe Masse. Ja. Wie mein Wummel. Wo waren die denn nochmal?前から良かった。ジェネシック。俺を。死ぬ。だ。今日も俺の拳は絶好じゃ。 Wir brauchen die Wumsels. Ich meine die Wumsels von irgendwo hier. Aber das hier sind keine Wumsels. Nicht mal ansatzweise sind das Wumsels. Das sind auch keine Wumsels. Wo sind die denn? Der Wumse. Jungwasserfälle, Schimmerwald, Schimmer,
Fall wilder. Ein Wasserfäller. Ja, ein Wasserfäller. Also tatsächlich hier irgendwo. Ja, aber wo? Wumsitz. Hier gibt es Steine. Ja. Hi. Wieso meinen die nur nach dem Wumsitz? Objekte kaufen. So. Ja. So, naja, ich hoffe einfach mal, dass jetzt erstmal kein Boss kommt. Ich brauche ich halt alle nicht, ne? Das sind nicht die Wumsels. Die Wumsels machen ähnliche Geräusche. War auch der Mann, wir hätten dich hier gefunden, aber weiß der Geier wo. Der einzige Grund, warum ich neben Quest hatte, ist, dass ich 20 Kilometer weit zurücklaufen. Bitte, Wumsitz! So, wie viele brauchen wir? Aktivitätsdaten. 5 wilde Wumsels. Das sind aber nur 3. 3 wilde Wumsels. Kann auch sein, dass die im Schloss geblieben ist. Aber ich meine, die wilden Wumsels sollten brauchen. Oh Mann. シオンの力はすごいな。 Ja, 3 von 5. Jetzt finde noch mal andere wilde Wumsels. Da sind noch mehr. Gott, wir haben sie endlich. Ey. Nochmal dran, wieder Wumsitz.
Ich finde das Herzchen bei denen auf der Brust immer so niedlich. Ich muss aber gleich nochmal nach der Halsen gucken. Irgendwie. Oder nicht. Das ist wieder so Schweinekalt hier. Dabei habe ich sie vorhin eigentlich auf 30 Grad gestellt. So. Erst zur Ebene 1. So. Ich werde jetzt einmal ganz kurz nach der Heizung. Einmal ganz kurz hochgehen. Also wir machen einmal eine ganz kurze Pause. Ich bin aber gleich sofort wieder da. Bis gleich. So. Es ist scheiße kalt draußen. Es ist einfach nur kalt. Geht nicht mehr. Wir früher haben. Wie lief es mit dem Wumseln? Ja, super. Großartig lief es. Wir haben dich mitgebracht. Ja. Super. Lass dir mal sehen. Oh, da sind sie. Ich weiß nicht, ob ich brauche noch. Solch süße kleine Wesen. Und such die erstmal mitten in der Walachei. Ich verstehe es immer noch nicht. Tausend Dank. Mit diesen kleinen Jungs kann ich Bilder von Wumseln zeichnen und ausgestopfte Tiere machen, die wie sie aussehen. Nett. Sobald sich das rumspricht, werde ich total berühmt und beliebt. ja, okay. Jetzt hat aber jemand einen Plan. Klingt, als wäre dieser Ort in guten Händen. Du das wirklich? Danke für eure Hilfe. Ich werde die Wumsel zum Maskottchen der ganzen Stadt machen. Ihr werdet schon sehen. Kein Problem. Ich werde die Erste sein, die eins der Stofftiere kauft, sobald sie fertig sind. Oh. Oh. Pudel. Pudel ist traurig. Ja, warum nehmen sie nicht Hudel einfach als Maskottchen? Hudel ist viel hübscher. Und süßer. Vorhin war der. Nee. Auch noch was? Okay, hier soll irgendwo ein Freund von ihm sein. Muss ich auf jeden Fall suchen. Aber erstmal eine kleine Junge. Habt ihr dieses gruselige Ding erledigt? Haben wir. Du brauchst dich jetzt nicht mehr zu fürchten. Echt? Und hat es euch nicht wehgetan? Nein, alles gut. Ich bin noch groß und stark. Danke, die Dame. Du bist freundlich. Ich liebe dich. Und dieser Junge hält dich mit seinen Gefühlen zurück, zu Grinwell. Von jetzt an wanderst du nicht mehr allein außerhalb der Stadt herum, okay? Okay, bis später, donnernde Dame. Also denkt ihr immer noch, dass ich laut und donnernd bin? Klasse, da hat er wohl recht. Schnapp ihn dir, kläffender Junge. Schnapp sie dir. Was meinst du? Das habe ich doch schon. Okay.
dir noch was? Ja, eine Sache. Machen wir das bei ihr einmal. Dann hat er das fertig. Dann hat er schon wieder mehr Elementarangriff. Warum war das? Dann kriegst du beim nächsten Mal mehr Verteidigung, wenn wir das fertig machen. Und mehr Elementarangriff. Schön. Sehr, sehr schön. Und irgendwo soll jetzt hier noch eine Eule sein. Und die Frage, wo? Hutel, wo hast du hier jemanden gesehen oder gespürt? Kannst du mir das mal verraten? Da! Wie kriege ich dich? Traurige Brille. Warum kriege ich eigentlich nur noch so blödsinniges Kram? Ja, ich würde ja gern mal in den Wald gehen, aber ich darf ja nicht. Den Eulenwald darf ich ja leider nicht. Ich hoffe, ich kann bald Schneereise machen, weil ich würde gerne in den Eulenwald. Ich will schon lange, lange, lange wieder. Ich glaube, da kriegen wir dann ja auch wieder Belohnungen. Optum, Vordereingang. Lords. Ja, den Hauptturm. Ich muss auf jeden Fall in den Hauptturm. Oh, reisen wir erstmal dahin. Pasche. So, und jetzt wissen wir, wo der Hauptturm war. Hopp. Ah, okay, da geht's im Hauptturm. Okay. Nichts gesagt. Die soll ich vielleicht auch zwischendurch mal speichern. Ich weiß, das speichert zwar auch automatisch, aber das ist mir egal. Sicher ist sicher. Irgendwie überrascht es mich, sie hier zu sehen, aber irgendwie auch nicht. Ihr hortet also die ganzen Rationen. Was macht ihr hier? Zurück auf eure Posten. Bitte? Sage es nur noch einmal. Zurück auf eure Posten. Was ist mit dem los? Sklaven, Befehle nicht gehorchen, gehören hingerichtet. Das hat Lord Wulran gesagt. Hi. Das ist richtig im Kopf, sollte aber nicht, ne? Ja.
Grundnummer 2. Es war kein Danier, der die Ration an sich gerissen hat. Es waren ein paar von Volrans Soldaten, die sich im Schloss versteckt hielten. Ja, ich weiß nicht, ob mich das erleichtern oder beunruhigen soll. Was versucht ihr damit zu erreichen? Wollt ihr Rache für Volran? Hm? Was geht hier vor sich? Was ist faul? Wisst ihr, dass Lord Volran fort ist? Diese Soldaten scheinen nur an ihre erteilten Befehle zu denken. Ansonsten ist ihr Verstand komplett leer, genau wie bei den Danieren hier. Wenn ich so daran denke, die Soldaten, gegen die wir hier damals gekämpft haben, wirkten auch, als hätten sie ihren Verstand verloren. Ja, stimmt. Dann haben sie sich hier nicht versteckt, sondern haben einfach weitergelebt, als wäre nichts gewesen. Ich schätze schon. Woran hat er den hier versklavt? Sowohl die Danier als auch die Renier. So wollte er sein Reich haben. Das erklärt nicht, warum hier nicht wie überall sonst das Chaos ausgebrochen ist, seit Woran fort ist. Ist schon einen Monat her. Möglicherweise bricht jetzt allmählich alles in sich zusammen. Aber da es noch nicht passiert ist, erleben diese Soldaten ihren ganz normalen Alltag wie bisher. Welcher Grund auch dahinter steckt, wir können sie nicht so weitermachen lassen. Wir sollten sie fürs Erste zurück in die Baracken bringen. Da stimme ich zu. Aber ich weiß nicht, ob sie widerstandslos mitkommen werden. Hört mir genau zu, Männer. Ich bin Lord Dualim Ilquaras und habe einen Befehl für euch. Lord Dualim? Aber mein Herr wird ihn. Lord Voran hat dieses Reich verlassen und herrscht hier nicht länger. Gemäß den renäischen Gesetzen habt ihr nun mir die Treue zu schwören. Also, erwartet ihr, dass wir jetzt euch dienen, mein Lord? Wenn ihr den renäischen Gesetzen treu ergeben seid, dann ja, genau das erwarte ich. Aber natürlich, folgen wir euren Befehlen, Lord Dualim. Heiliger Strohsack, ich kann nicht fassen, dass das geklappt hat. Das sollte vorerst genügen. Bringen wir diese Männer zu den Baracken und reden dann noch einmal mit Genjel, Banjin, Benjel. Ach, ich kann mich auch rausteleportieren, ne? Schnellreise nach draußen. Ebene 2. Nee, ich habe jetzt gerade erstmal den anderen Weg genommen. Oder war das richtig? Nee. Hier gab es noch einen Nebenauftrag. Oh nein. Oh, du schon wieder. Ich frage mich, was es heute zu essen gibt. Nichts überstürzen, junge Dame. Komm schon, Jodeno. Wir alle wissen, wo das hinführt. Ihr kennt mich einfach. Tatsächlich bin ich auf ein unglaubliches Rezept gestoßen, das tief im Inneren von Pelagios mächtiger Festung vergraben war. Was auch immer es ist, ich glaube nicht, dass es jemals seinen anscheinend unstillbaren Hunger stillt, an solchen Orten nach Rezepten zu suchen. Nun, wie es der Zufall will, traf ich in Mark Saar auf einen Matrosen. Er lieh mir ein Boot und bevor ich es wusste, war ich hier. Du bist mit diesem Boot den ganzen Weg hierher gesegelt? Ganz genau. Aber noch wichtiger ist, dass ich in dieser Burg ein verbotenes Rezept fand, das seit uralten Zeit versiegelt war. Verboten, hm? Warum ist es all die Jahre nicht zugänglich gemacht worden? Ich habe keinen blassen Schimmer. Um das herauszufinden, müssen wir es wohl mal zubereiten. Deswegen bitte ich euch, mir wieder die Zutaten zu bringen. Da es sich jedoch um ein so altes Rezept handelt, ist die Anleitung eher obskur. Da steht was weißes, weiches und fluffiges, anregendes Pulver. Weder Schweine noch Hasenfleisch und außerdem noch etwas weißes, weiches und fluffiges. Warum steht das dort doppelt drin? Ich schätze, das eine steht einfach für Reis. Oder vielleicht verlangt das Rezept das Doppelte der normalen Reismenge. Klingt gut für mich. Ich glaube nicht, dass man das in diesem Fall so aufgeschrieben hätte. Bin mir ziemlich sicher, dass alle Zutaten in Ganatharos zu finden sind. Also, kann ich darauf zählen, dass ihr sie besorgt? Wir versuchen es.
eigentlich würden wir uns sehr gerne darum kümmern, was sie sagt. Zuverlässig wie immer. Dann lasse ich euch zweimal loslegen. Viel Glück. Weich und fluffig. Was brauche ich? 6 hiervon. Okay, und was habe ich davon schon? Habe ich noch gar nichts. 2 weder Schweine noch Hasenfleisch. Ja, weder Schwein noch Hase. Okay, Rind. Was steht man denn darunter? Okay. あの兵士たちには、おとなしくしているよう強く言っておいた。しばらくは大丈夫だろう。レナ人はそういうものだと聞いてはいたが、スルドの権威というのは大した者なんだな。ほどほどにボルランの呪縛が解け、かつほどほどに自我が戻っていなかったからできたことだ。この一月、我々が町を留守にすることもあったのを思えば、運が良かったと言ってよかろう。 ですが、それなら彼らが自我を取り戻しても、ダナ人のように解決とはいかないのでしょうね。ああ、自分で奴隷を虐げるレナに戻るだけだろう。メナンシアとは違う。むしろそこからが本当の問題か。それを言えば、ダナ人同士だってそうだが。そうだな。今回だって結局は戦いありきだった。 あなたにスルドの立場を使わせることになりました。ああ、しなければさらに血が流れていた。気にするな。それでそのレナ兵はどうなるのですか？質問は。装甲服を外して閉じ込めてある。これ以上あなたたちに何もできない。 死なない。彼らは死なないのですか？何？彼らは私たちを騙した。悪いことをした。その前にも私たちを苦しめた。何年も、何年も、何年も、ずっと、ずっと、ずっと、いっぱい死んだ。 親も子も兄弟も友も皆死んだ。殺された。溶かされた。奴らレナに。なぜ私たちが死んで彼らが生きている。レナは死ぬべきだ。残らず殺すべきだ。それはグナイ、 俺もかつてあんたと同じレナを憎む奴隷だった。レナを倒そうと剣を取り、ここまで来る間にいろんなものを見てきた。運命に抗おうと戦う奴がいた。大事な肉親を失った奴、それでも理想を追い求める奴がいた。憎しみに駆られながら踏みとどまった奴と、それができず死んでいった人たちがいた。もちろん 人を喜んで傷つけるようにやってみて、俺はそいつらを敵として戦ってきた。だがある時気がつくと、俺の敵はレナじゃなくなっていたんだ。ならばあなたは何と戦っているのか。誰かのものを力ずくで奪おうとする奴とだ。それがレナでないなら何だというのか。 一人の誰かだ。レナでもダナでもない。いいこと、悪いこと、何かするのは全部誰かなんだ。確かに。
お前の言う通りだ、アルフェン。私たちはつい個人の罪を全体に、全体の罪を個人に負わせてしまう。その結果、憎しみで憎しみを超え太らせてしまうんだ。私はあなたたちが憎しみ合わずに済む社会を作る手助けをしたい。だが、そのために血を流しては憎しみを深めることにしかならないと思う。 分かった。あなたたちは私たちに考え、物言う力を取り戻してくれたのだから、我々を信じるというのかね。レナ人を信じるのではない。あなたたちだから信じるのだ。分かった。必ずその信頼に応えよう。 どうしたの、キサラ。何か問題？あ、いや、少し考えていたんだ。この国の人たちのこと。どうやって自分で考えられるように戻すかって話か。目下の課題はそれだが、より深刻なのはその後なのではないかという気がしてな。自分たちが受けた仕打ちを自覚した時、彼らは何を望むと思う？報復か。 ガナス・ハロスは極端な形かもしれないが、多かれ少なかれどの国にも存在する問題だ。レネギス抜きでもレナの残党だってまだあちこちに潜んでるしな。そんな、せっかくスルドを倒してもそれが原因でまた争いが起きるなんてあんまりだよ。そうだな。放っておけばまたどこかで血が流れる。そんなことはもうごめんだ。レナの支配には まだ謎がある。それがどんなものだろうと終わらせなきゃならない。だが一つはっきりした。どう終わらせるにしても、それはただダナの恨みを晴らすためのものであってはいけないんだ。そうは言ったってどうすればいいんだ。恨みのもとはなかったことにはできないんだぜ。痛みを受けた者に忘れろとは言えない。簡単に答えが出せる話ではないな。 でも、それでもやらなきゃ。ずっといつまでも傷つけ合うなんて、そんなのダメだよ。ああ。スルドブリが300年の支配、それに続くダナとレナの憎しみ、何もかも俺たちで背負うことは難しいかもしれない。だが、少しでも流れる血が減るよう、一つ一つ対処していこう。 Okay, gibt es noch irgendwo etwas? Ebene 1. Stimmt, da kann ich beim Gasthaus einmal kurz gucken, ob ich da irgendwas... いや、フレンカンはスベラフライフライノヘンテス。いちいちあなたの許可が必要なの。別にそんなことはないが、そんな言い方しなくたっていいだろう。あなたこそどうしてそんな悠長に構えていられるの。この瞬間も敵は活動しているわ。なのに私たちはここで足止めされたままなのよ。それは皆分かっているけど、どうしようもないじゃないか。 一体どうしたんだ。このところ変だぞ。そうね、バカなことを言った。何か気に障ることをしたなら謝る。でも本当にわからないんだ。だから教えてくれないか。謝ることはないわ。あなたのせいじゃない。いえ、誰のせいでもない。本当よ。だったらごめんなさい。聞かないで。 そう言われたら何も言えない。ごめんなさい。分かった。だが無理はするなよ。Okay, kann ich zum Gasthaus ohne dass ich in die Szene da reinkomme?
Ja, komme ich. Sehr gut. Steintasche. Wobei, das habe ich halt ja schon, ne? Okay, dafür müsste ich dann halt echt rausgehen. Aber ich denke mal, sowas wie Rind und so, das haben wir halt auch, ne? Ich gehe mir auch nicht von aus, dass das das sein wird. Ja, Schafsfleisch. Nee. Nimm mal Jen. Hey, was zur Hölle ist mit ihm passiert? Er ist nicht mehr unter uns. Ihm war immer schon anzusehen, dass er gesundheitliche Probleme hatte, aber trotzdem. Er stand so kurz davor, wieder wie ein normal menschliches Wesen zu leben. Verdammt. Hat er noch Familie? Nur seine Mutter. Ich glaube, sie lebt in dem Gebiet dort drüben. Alles klar, ich werde die Nachricht überbringen. Entschuldigen Sie, ich habe schon mal Neuigkeiten. Es geht um Ihren Sohn, er ist... Es ist schon gut, ich weiß. Sie wissen Bescheid. Was machen Sie denn dann hier? Ich habe Arbeit, die heute zu erledigen ist. Schließlich kann mein Sohn sie nicht mehr machen. Hier ist es auch so, hm? Vergessen Sie Ihre Arbeit. Oder noch besser, sich um Ihren Sohn zu kümmern, sollte Ihre Aufgabe für heute sein. Nun gut, dann mache ich mich mal ans Werk. Das ist aber gut. Dann kann ich da nämlich wenigstens noch auf dem Hof gucken. Aber das bringt uns ja trotzdem nicht weiter. Die Tiere können aufgezogen werden. Das ist ja ein Schweinchen. Ach, vielleicht gilt das dann ja als... Ja, mal gucken. Mal gucken. Strong to live, the weakness to hide.